herzlich willkommen allerseits. Schön, dass Sie es geschafft haben. Dieser Jourfix hat ja zum Zweck, uns auch die Beschäftigung mit der Beschäftigung des Kollegen zu ermöglichen. Also praktisch unsere Arbeit ein bisschen zueinander und miteinander zu vernetzen. Vom thematischen Zuschnitt ist es zwar so, dass wir einen Lehrstuhl zum internationalen Unternehmensrecht und Wirtschaftsrecht führen. Jedoch interpretieren wir alle diese Attribute relativ frei. Ich persönlich bin ja auch dem IPR und dem IZVR sehr zugetan. Und deswegen ist es schon aus fachlichen Gründen, von den persönlichen möchte ich ja jetzt gar nicht anfangen zu sprechen. Also jedenfalls auch aus fachlichen Gründen eine besondere Freude, dass Herr Matthäus Uitz heute zu uns sprechen wird. Herr Uitz arbeitet am Lehrstuhl von meinem Kollegen Martin Schauer. Und Herr Uitz hat uns heute einen ganz wunderbaren Vortrag vorbereitet, nämlich zu einer jüngeren Rechtsentwicklung, die wir auf europäischer Ebene finden. Ihnen ist ja allen klar, dass die Fragen des IPR und des IZVR, dass die zunehmend auf europäischer Ebene harmonisiert werden. Das bedeutet also nicht, dass das Sachrecht harmonisiert wird, also jeder hat weiterhin seine eigenen Rechte, aber dass sozusagen dieses Sachrecht vermittelnde Kollisions- und Zuständigkeitsrecht, das wird zusehends harmonisiert. Und Herr Uitz hat sich schon längere Zeit näher gerade mit dem internationalen Familien- und Erbrecht beschäftigt. Er ist also sozusagen einer der First and Foremost Kenner der Materie. Und wir sind besonders glücklich, dass er seine Erkenntnisse vorhat, heute mit uns zu teilen. Herr Uitz, schön, dass Sie da sind. Ich erteile Ihnen das Wort. Bevor ich anfange, muss ich noch die PowerPoint-Präsentation einschalten. Eine sehr gute Idee. Jawohl, jetzt geht's dann los. So, können Sie die bereits sehen, die Präsentation? Jawohl. Wunderbar. Gut. Dann geht's ja schon los. Ja, sehr geehrter Herr Professor, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf mich zunächst für diese überaus freundliche Vorstellung meiner Person bedanken. Und zugleich noch meine Freude zum Ausdruck darüber mitteilen, dass ich heute hier im Rahmen des Jourfix vortragen darf, nachdem ich ja schon bereits dreimal als Zuhörer wirklich sehr spannenden und dogmatisch fundierten Grundlagenvorträgen lauschen durfte. Wie aber bereits letzte Woche angekündigt, erlaube ich mir, das Format dahingehend zu modifizieren, dass ich heute einen synoptischen Überblick über eine neue Rechtslage geben werde, die ich aber angereichert habe durch einige weiterführende Thesen, die natürlich auch Raum für Diskussionen im Anschluss bieten. Ja, worum geht es heute? Sie sehen hier die Gliederung eingeblendet, die ich heute meinem Vortrag zugrunde gelegt habe. Wir fangen also an, das Güterkollisionsrecht einmal begrifflich abzugrenzen, sowie den Inhalt dieses Vortrags, werden uns dann dem Anwendungsbereich der gegenständlichen Rechtsquellen widmen, einige Kontroversen entlang des Weges versuchen, zumindest überblicksweise darzulegen und auch zu lösen und werden dann schließlich auf das Kollisionsrecht der Güterrechtsverordnungen eingehen, wo es ebenfalls Kontroversen gibt und dabei immer inzident die Frage behandeln, wie hier eine Chance für Unternehmen oder auch ein Risiko für Unternehmen besteht, etwa im Rahmen einer nachhehlichen Vermögensauseinandersetzung zerschlagen zu werden. Aber fangen wir vielleicht gleich von Anfang an hier medias in res an. Worum geht es heute? Um das neue Güterkollisionsrecht der Europäischen Union. Wir befinden uns also hier im internationalen Privatrecht, beziehungsweise wenn es dann um die Anknüpfung geht, in den kollisionsrechtlichen Normen, aber mittelbar zugleich auch im materiellen Ehegüter- und Partnerschaftsgüterrecht, das meines Erachtens innerhalb des Kreises des Familienrechts vermutlich jenes Gebiet ist, das den engsten Konnex zum Wirtschaftsprivatrecht aufweist, das ja hier im Jourfix traditionell im Vordergrund steht. Nicht Gegenstand des heutigen Vortrags ist hingegen leider das internationale Zivilverfahrensrecht. Das würde dann doch den Rahmen des hier Möglichen sprengen. Das heißt, wir denken uns im Folgenden die Prämisse dazu, dass sich die jetzt zu lösenden Rechtsfragen vor einem österreichischen international zuständigen Gericht abspielen.
Ebenfalls maximal inzidenter begegnen wird uns das Kollisionsrecht der Eheschließung sowie der Ehescheidung. Wie aber bereits eingangs angekündigt, werden wir den Fokus auf die Frage legen, ob Unternehmen durch die neuen kollisionsrechtlichen Bestimmungen im Vergleich zum IPRG nunmehr stärker oder weniger gefährdet sind, etwa im Rahmen durch eine überraschende Verweisung auf das Recht eines Staates, der im Rahmen einer nachherlichen Vermögensauseinandersetzung keine Schonung des Unternehmens kennt, zerschlagen zu werden. Also wir werden uns der Frage widmen, ob die Rechtslage nach dem IPRG oder nach den neuen Güterrechtsverordnungen hier tendenziell günstiger ist und wo Abweichungen Chancen oder Risiken begründen können. Ich sagte es bereits, die wesentliche Rechtsquelle sind die neuen Güterrechtsverordnungen. Und zwar gibt es gleich zwei, die Europäische Güterrechtsverordnung, die auch als Ehe-Güterrechtsverordnung abgekürzt wird, Ehe-GVO, und die Partner-Güterrechtsverordnung, die EuPartVO, die gelegentlich auch als Partnergüterverordnung abgekürzt wird. Und beide Verordnungen ähneln einander strukturell und auch größtenteils inhaltlich, unterscheiden sich punktuell aber doch voneinander. Zunächst müssen wir die Frage des Anwendungsbereichs klären. Und da fangen wir am besten an mit dem zeitlichen und dem räumlichen Anwendungsbereich, was schlichtweg den Grund hat, dass dies besonders leicht möglich ist. Der zeitliche Anwendungsbereich erstreckt sich auf alle Ehen und eingetragene Partnerschaften, die entweder am 29. Januar 2019 oder danach geschlossen wurden. Das ergibt sich aufgrund der Parallelität der Verordnungen jeweils aus dem Artikel 69. Es ist aber auch so, dass Altehen bzw. alte eingetragene Partnerschaften dann unter den Anwendungsbereich der neuen Verordnungen fallen, also selbst für den Fall, dass sie vor diesem Stichtag geschlossen wurden, wenn eine Rechtswahl getroffen wird nach Maßgabe dieser Verordnungen. Ja, und was ist, wenn das nicht geschieht, also wenn die Altehen und alten eingetragenen Partnerschaften nicht von dieser Rechtswahlmöglichkeit Gebrauch machen? Dann gilt weiterhin das nationale Kollisionsrecht. Und da lässt sich schon die erste Überlegung festhalten, nämlich dass das nationale Güterkollisionsrecht jedenfalls noch jahrzehntelang vor den österreichischen Gerichten Anwendung finden wird, weil es eben noch genügend Ehen gibt mit internationalem Bezug, wo keine Rechtswahl getroffen wurde. Das heißt, maßgeblich aus österreichischer Sicht ist hier das IPRG, und zwar § 19, das Güterstatut, in Verbindung mit § 18 des Ehewirkungsstatuts. Dazu kommen wir noch später. Und bei eingetragenen Partnerschaften gibt es nur eine einzige Norm für das Güterstatut, nämlich 27c IPRG. Der räumliche Anwendungsbereich ist auch besonders, denn es nehmen derzeit nur 18 Mitgliedstaaten an den Verordnungen teil. Das heißt, die Verordnungen gelten nicht ex lege für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union, was schlichtweg den Grund hat, dass ein solches Vorhaben in einem politisch tendenziell sensiblen Bereich wie dem Familienrecht einfach nicht zu realisieren gewesen wäre. Das heißt, man hat sich hier für ein Verfahren zur verstärkten Zusammenarbeit entschieden und hat hier den Mitgliedstaaten die Möglichkeit zur Verfügung gestellt, sich freiwillig diesem neuen Güterkollisionsrecht zu unterwerfen. Das geht im Übrigen auch weiterhin, das heißt, jeder Staat kann nach wie vor entscheiden, er möchte jetzt doch mitmachen, muss dann aber immer beide Verordnungen im Doppelpack gleichzeitig annehmen. Ja, wesentlich spannender ist allerdings schon die Frage, wie es um den sachlichen Anwendungsbereich der Güterrechtsverordnungen bestellt ist. Was ist jetzt also eine Ehe und eine eingetragene Partnerschaft im Sinne der Verordnung und wofür ist diese Unterscheidung relevant? Naja, nomen est omen. Die Ehegüterrechtsverordnung ist auf Ehen anwendbar und die Europäische Partnergüterverordnung auf eingetragene Partnerschaften. So einfach diese Abgrenzung jetzt prima vista anmuten mag, so intrikat sind aber die zahlreichen Qualifikationsprobleme, die sich aus den nur unzureichend vorhandenen autonomen Definitionen der jeweiligen Paarbeziehungen ergeben. Kommen wir gleich zur Europäischen Güterrechtsverordnung, zur Ehegüterverordnung. Was ganz eindeutig ist, ist, dass verschiedengeschlechtliche Ehen ihr jedenfalls unterliegen. Und das sage ich jetzt nicht aus einer heteronormativen, sondern aus einer rechtsvergleichenden Perspektive, weil es diese schlichtweg in jedem Mitgliedstaat gibt, weshalb naheliegt natürlich, dass diese Paarbeziehungsform jedenfalls dem Ehegüterrechtsregime unterliegen soll. Sehr umstritten, und das kommt sicher nicht überraschend, ist aber die Frage nach dem Umgang mit gleichgeschlechtlichen Ehen. Und hier haben wir wirklich ein ganz ein zentrales Qualifikationsproblem zu lösen,
Denn man darf auch nicht vergessen, obwohl immerhin schon 18 Mitgliedstaaten freiwillig an den Verordnungen teilnehmen, so gibt es von diesen 18 immerhin noch 7 Mitgliedstaaten, die zwar teilnehmen, aber noch keine gleichgeschlechtliche Ehe kennen. Und zwar sind das Bulgarien, es ist Griechenland, Kroatien, Italien, dann fehlt noch Slowenien, die Tschechische Republik und Zypern. Leider gibt es auch keine autonome Definition des Ehebegriffs in den Güterrechtsverordnungen. Das Einzige, was sich dazu findet, ist der Erwägungsgrund 17, der schlichtweg lapidar sagt, dass sich der Ehebegriff nach dem nationalen Recht richtet. Meines Erachtens handelt es sich hierbei aber um eine pseudogeschickte Lösung des europäischen Normgebers, die man eigentlich nur mit dem Bonmot kommentieren kann, on y soit qui mal y pense. Denn mit diesem Verweis ist überhaupt nichts gewonnen, weil sich dann natürlich erst recht wiederum die Frage stellt, welches nationale Recht denn nun gemeint ist. Und das ist gleich doppelt unklar. Denn kommt es einerseits auf das materielle Recht oder auf das Kollisionsrecht an? Und wessen Recht ist vor allem gemeint? Das der Lex Fori, also das des zuständigen Gerichtsstaats, oder das der Lex Loci Celebrationis, also das Recht des Staates, nach dessen materiellem Recht die Paarbeziehung erst begründet wurde? Meines Erachtens, und da bin ich nicht alleine, kommt es auf das Recht des Staates an, nach dessen materiellem Recht die Paarbeziehung begründet wurde, also so hin auf die Lex Loci Celebrationis. Diese Ansicht hat meines Erachtens einen ganz entscheidenden Vorteil. Gehen wir jetzt also davon aus, dass wir zwei österreichische Staatsbürger haben, die eine gleichgeschlechtliche Ehe nach den Vorschriften des ABGB eingegangen sind und die jetzt vor einem Gericht in Bulgarien um die Vermögensauseinandersetzung streiten. Da Bulgarien weder nach seinem materiellen Familienrecht noch nach seinem Kollisionsrecht die gleichgeschlechtliche Ehe akzeptiert, stellt sich jetzt genau diese Frage, wie mit einem solchen Problem umzugehen ist. Würde man jetzt der Meinung folgen, dass die Lex Fori anwendbar ist, das heißt das bulgarische Recht, um den Ehebegriff zu definieren, dann wäre die Europäische Güterrechtsverordnung aus dem bereits genannten Grund der Non-Existenz solcher Ehen schon dem Grunde nach nicht anwendbar. Wenn man jetzt aber der meines Erachtens richtigen Ansicht folgt und die Qualifikationsfrage nach der Lex Loci Celebrationis löst und somit nach der Frage löst, ist das nach österreichischem Recht eine gütige Ehe oder nicht, dann muss man das bejahen und dann ist die Europäische Güterrechtsverordnung zumindest dem Grunde nach anwendbar. Man darf aber nicht vergessen, dass auch hier das bulgarische Gericht immer noch die Möglichkeit hat, nicht meritorisch über diese Frage absprechen zu müssen, wie die Vermögensauseinandersetzung zu erfolgen hat. Denn es gibt den Artikel 9, der das bulgarische Gericht hier ermächtigt, nach eigenem Ermessen die internationale Zuständigkeit entweder anzunehmen oder abzulehnen, weil das IPR des Forumstaats die gleichgeschlechtliche Ehe nicht anerkennt. Und diese Wahlmöglichkeit würde man verlieren, würde man die Qualifikationsfrage sogleich nach der Lex Fori lösen, sodass dieser Artikel 9 Europäische Güterrechtsverordnung, der diese Ablehnungsmöglichkeit kennt, dann ja keinen Anwendungsbereich mehr hätte, weil man bereits auf einer vorgelagerten Ebene aus der Güterrechtsverordnung aussteigen würde. Das kann aber wohl kaum die Intention des europäischen Normsetzers gewesen sein, hier eine Zuständigkeitsnorm zu schaffen, die niemals Anwendung findet. Für das von mir befürwortete Ergebnis spricht schließlich auch der Wertungsgesichtspunkt der unionsrechtlichen Grundfreiheiten. Sich nämlich als Unionsbürger im Unionsgebiet frei niederlassen und aufhalten zu dürfen, ohne dabei fürchten zu müssen, durch einen Umzug in einen anderen Mitgliedstaat bei einem Prozess sich plötzlich güterrechtlich als fremde Personen gegenüberstehen zu müssen. Bei der Europäischen Partnergüterverordnung haben wir dieses Qualifikationsproblem in dem Ausmaß nicht, denn hier gibt es zum Glück eine Legaldefinition in Artikel 3 Absatz 1 Litera A der Europäischen Partnergüterverordnung. Es handelt sich im Wesentlichen um eine staatlich registrierte Paarbeziehung, die nach der Eintragung in das entsprechende Register durch die Erfüllung der entsprechenden Formvoraussetzungen rechtskräftig wirksam wird, also dass da wirksam eine Paarbeziehung begründet wird. Aus dem systematischen Zusammenhang ergibt sich, wenn es keine Ehe ist natürlich, denn wenn ich eine staatlich registrierte Paarbeziehung habe, die sich Ehe nennt, dann fällt sie unter die Europäische Ehegüterrechtsverordnung. Das ist die systematische Abgrenzung dahinter.
Welche Beispiele gibt es? In Österreich betrifft das natürlich die eingetragene Partnerschaft nach dem EPG. In Frankreich betrifft es zum Beispiel den relativ bekannten Pakt Civil de Solidarité, den sogenannten PAX, der gelegentlich auch etwas polemisch als die Ehe-Leid bezeichnet wird. Bemerkenswert ist, dass aufgrund der autonomen Definition des Begriffs der eingetragenen Partnerschaft die Frage, ob verschieden- oder gleichgeschlechtliche Beziehungen darunter fallen, eigentlich nicht gestellt werden kann, weil hier man sagt, dass die Partnergüterrechtsverordnung bewusst nicht differenziert zwischen Verschieden- und Gleichgeschlechtlichkeit, sodass hier aufgrund dieser autonomen Definition beide Lebensformen unter die Europäische Partnerverordnung fallen, sofern eben hier eine eingetragene Partnerschaft vorliegt. Schließlich ist noch festzuhalten, dass faktische Lebensgemeinschaften unter keine der beiden Verordnungen fallen. Bei der Europäischen Partnergüterrechtsverordnung ist das relativ eindeutig, weil diese ja unmissverständlich die staatliche Registrierung voraussetzt. Nun gibt es aber manche Mitgliedstaaten und auch manche weitere Staaten auf der Erde, die in ihrem materiellen Familienrecht an Lebensgemeinschaften von einer bestimmten Dauer oder bestimmten Intensität, wie nach der Geburt eines Kindes, ehegüterrechtliche Wirkungen an diese knüpfen, ohne dass die Lebenspartner hier eine formalisierte Beziehung geschlossen haben. Sollen jetzt auch diese Lebensformen und Paarbeziehungen unter die Europäische Güterrechtsverordnung fallen, wie es sie etwa gibt in Slowenien, in Kroatien oder in Schweden, aber auch in Argentinien, Australien, Brasilien oder Irland? Ich stelle das entschieden in Abrede, weil es bei der Subsumption einer Paarbeziehung unter den sachlichen Anwendungsbereich der Verordnungen ja auch sonst nie auf die Rechtsfolgen ankommen kann, die diese Beziehung im nationalen materiellen Recht zeitigt, sondern im Sinne einer formellen Betrachtungsweise immer nur auf ihre Formalbezeichnung abzustellen ist. Und das ergibt sich schon durch einen Blick auf die österreichische Rechtsordnung, weil wir ansonsten ein unlösbares Qualifikationsproblem hätten, wenn es wirklich nur auf die Rechtsfolgen ankäme. Denn seitdem der Verfassungsgerichtshof durch seine zahlreichen Erkenntnisse jetzt wirklich für eine annähernde Rechtsfolgengleichheit zwischen der Ehe und der eingetragenen Partnerschaft gesorgt hat, hätte man das unmögliche Qualifikationsproblem, dass man nicht mehr wüsste, wie man diese vollkommen rechtsfolgengleichen oder beinahe rechtsfolgengleichen Institute anknüpfen kann. Und dass das nicht zielführend ist, liegt auf der Hand, sodass ich der Ansicht bin, dass es hier auf eine formalisierte Betrachtungsweise kommt und faktische Lebensgemeinschaften daher in Ermangelung der Formalisierung ihrer Beziehung ausscheiden müssen aus dem sachlichen Anwendungsbereich der Verordnungen. Vor allem sprechen aber auch historische Überlegungen für die von mir vertretene Ansicht, weil in den Frühstadien der Normgenese dieser neuen Normtexte noch von einer Einbeziehung der faktischen Lebensgemeinschaften die Rede war. Davon ist man aber im Verlauf der Zeit abgegangen und hat sie schließlich komplett aus dem Normtext entfernt, sodass das ein Indiz dafür ist, dass quasi e contrario hier die faktischen Lebensgemeinschaften nicht unter den Anwendungsbereich der Güterrechtsverordnungen fallen sollen. Jetzt müssen wir vor allem noch klären, welche Rechtsinstitute aus österreichischer Sicht nun dem Güterstatut unterliegen, das heißt dem sachlichen Anwendungsbereich abermals. Nun, die Partnerschaftsverordnungen haben hier einen sehr extensiven Güterbegriff, der weiter ist als jener nach dem IPRG. Und zwar abgesehen vom Ehegüterrecht im engeren Sinn, das heißt dem Recht der Güterstände während aufrechter Ehe, ist vor allem erfasst das Recht der nachehelichen bzw. nachpartnerschaftlichen Vermögensauseinandersetzung nach der Beendigung der Paarbeziehung. Aber, und das ist aus österreichischer Sicht eher erstaunlich, auch die Mitwirkung im Erwerb des Ehegatten, die Schlüsselgewalt oder sogar die Haftung für gemeinsame Kredite. Denn nach dem traditionell österreichisch-kollisionsrechtlichen Verständnis müsste man hier sagen, das ist eine typische Ehewirkung und keine güterrechtliche Komponente und daher unter das Ehewirkungsstatut zu subsumieren. Das heißt, für unsere Zwecke können wir einmal als Zwischenergebnis festhalten, dass die Frage nach dem Fortbestand eines Unternehmens nach dem Auseinanderbrechen einer Paarbeziehung über sehr weite Strecken nunmehr kollisionsrechtlich nach den neuen Güterrechtsverordnungen zu beurteilen ist. Das heißt, wir haben eine ganz zentrale Normquelle für die Beantwortung dieser Frage. Bevor wir uns nun über die Anknüpfung Gedanken machen, müssen wir noch bedenken,
dass nach allgemeinen kollisionsrechtlichen Prinzipien Eingriffsnormen einer solchen ja vorgehen. Das heißt, für die hier interessierende Frage nach der Unternehmenskontinuität wäre etwa aus österreichischer Sicht zu erwägen, ob die Ausnahme des Unternehmens und aller ihm zugehörigen Sachen aus der nachehelichen Vermögensauseinandersetzungsmasse eine solche Eingriffsnorm ist, weil sie einen solchen ordnungspolitischen Gehalt aufweist, dass sie der kollisionsrechtlichen Anknüpfung aus österreichischer Sicht vorgeht. Ja, was sind die Voraussetzungen, damit eine solche staatliche Norm überhaupt als Eingriffsnorm zu qualifizieren ist? Nun, sie muss für die Wahrung des öffentlichen Interesses des Staates so zentral sein, dass ihre Verdrängung aus der Sicht des Staates als unerträglich erscheint. Und ein Blick in die österreichischen Materialien enthüllt uns, dass diese Unternehmensausnahme nach dem Ehegesetz gewichtige öffentliche Interessen verfolgt, nämlich den Schutz von Arbeitsplätzen und damit mittelbar der gesamten Volkswirtschaft, weil man eben nicht wollte als historischer Gesetzgeber, dass durch eine Ehescheidung hier ein Betrieb zugrunde geht, weil er etwa 50-50 aufgeteilt wird. Nur, nicht jede Norm, die legitime öffentliche Interessen verfolgt, ist zugleich auch eine Eingriffsnorm. Und das muss umso mehr unter dem Gesichtspunkt des Artikel 30 der Verordnungen gelten, die auch in den Erwägungsgründen aufgrund der Erwägungsgründe so auszulegen sind, dass hier sehr maßhaltend mit der Annahme einer Eingriffsnorm umzugehen ist. Und zwar bin ich der Ansicht, dass die Eingriffsnormen, die hier die Güterrechtsverordnung akzeptiert als solche, eher eine andere Stoßrichtung verfolgen, nämlich, wie sich aus den Erwägungsgründen ergibt, eher bezüglich des Schutzes der Familienwohnung und weniger abstellend auf die unternehmerische Sphäre. Das bedeutet also meines Erachtens, dass die Unternehmensausnahme nicht ohne weiteres als Eingriffsnorm bezeichnet werden kann, was aber natürlich hier noch jede Menge Raum für Diskussion bietet und auf die freue ich mich auch schon im Anschluss. Jedenfalls möchte ich noch festhalten, es gibt tatsächlich im österreichischen Eherecht als kleiner Exkurs eine solche Norm, die den Schutz der Familienwohnung bezweckt, und zwar zugunsten eines Ehegatten, denn nach 82 Absatz 2 Ehegesetz ist eine grundsätzlich aus der Aufteilung ausgenommene Ehewohnung, weil sie geschenkt wurde oder geerbt wurde oder in die Ehe eingebracht wurde, ausnahmsweise doch aufzuteilen, und zwar auch ohne Vereinbarung, wenn sie der Sicherung eines dringlichen Wohnbedürfnisses eines der Ehegatten dient. Und da sagt der OGH in ständiger Rechtsprechung, diese Norm kommt nur zur Anwendung, um eine existenzielle Lebensnotlage abzuwenden und vor allem Obdachlosigkeit. Und das, würde ich meinen, bringt den internationalen Geltungswillen dieser Norm zum Ausdruck, vergleichbar mit dem mietrechtlichen Bestandsschutz, der ja auch als Eingriffsnorm qualifiziert wird, dass man hier eben sagt, bevor die Person obdachlos ist und damit die staatlichen Netze und die Allgemeinheit belastet, ist es besser, hier die Ehewohnung in die Aufteilung mit einzubeziehen. Und deshalb würde ich meinen, dass diese Norm tendenziell schon eine Eingriffsnorm ist, aber die Unternehmensausnahme eher nicht. Ja, jetzt geht es tatsächlich um die Anknüpfung, nämlich beginnend mit der subjektiven Anknüpfung der Rechtsfallmöglichkeit. Die Form ist in Artikel 23 geregelt und ist ein bloßer Mindeststandard und erfordert die schriftliche, datierte und von beiden Ehegatten eigenhändig unterzeichnete Abfassung der Rechtswahl. Strengere nationale Formvorschriften über den ehelichen Güterstand sind aber zusätzlich einzuhalten, sodass wir aus genuin österreichischer Sicht bedenken müssen, dass wenn die Rechtswahl treffenden Eheleute in Österreich einen gewöhnlichen Aufenthalt haben, dass dann die Notariatsaktspflicht nach § 1 Absatz 1 Litera a Notariatsaktsgesetz zusätzlich einzuhalten ist. Die Rechtswahl ist nach der Europäischen Güterrechtsverordnung beschränkt, und zwar anders als nach dem nationalen IPRG, denn da ist es nach § 19 lexit möglich, jedes Recht zu wählen. Und zwar ist nur jenes Recht wählbar, in dem zumindest einer der beiden Verlobten oder Ehegatten im Zeitpunkt der Rechtswahl seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat oder das Recht jenes Staates, dessen Staatsbürgerschaft zumindest einer von beiden besitzt. Das alles gilt grundsätzlich auch für die Europäische Partnergüterrechtsverordnung, wobei es hier zwei Besonderheiten gibt. Zum einen gibt es eine zusätzliche Rechtsfallmöglichkeit, nämlich wieder die Lex loci celebrationis, den Ort der Begründung der eingetragenen Partnerschaft. Und das Zweite, was hier speziell ist, ist eigentlich noch viel wichtiger,
nämlich dass die Rechtswahl der eingetragenen Partner nur dann güterrechtliche Wirkungen zeitigen soll, wenn das gewählte Recht auch güterrechtliche Wirkungen an die eingetragene Partnerschaft knüpft. Und hier ist allerdings widerstrebig, wie das zu verstehen ist. Und meines Erachtens ist hier auch jener Meinung der Vorzug zu geben, die meint, dass auch die Verweigerung güterrechtlicher Wirkungen durch ein gewähltes Recht eine güterrechtliche Wirkung ist, nämlich jene, dass sich die eingetragenen Partner durch die Wahl dieses Rechts darauf einigen, im Wege des Koalitionsrechts die güterrechtlichen Wirkungen zwischen ihnen vorsätzlich abzubedingen. Das heißt, wenn eine solche Rechtsordnung gewählt wird, ist dem Willen der eingetragenen Partner durchaus Respekt zu zollen und nicht überschießend von einer Nichtigkeit der Rechtswahl auszugehen. Anderes gilt aber meines Erachtens für den Fall, dass erhebliche Zweifel an dieser Fehlerfreiheit der Willensbildung der eingetragenen Partner bestehen, nämlich etwa indem sie irrtümlich das Recht eines Staates gewählt haben, der vollkommen partnerschaftsfeindlich ist. Dann wird man vielleicht nicht davon ausgehen dürfen, dass hier eine so fehlerfreie Willensbildung erfolgt ist. Das heißt, für die rechtsberatenden Berufe in der Praxis ist zu empfehlen, dass wenn eingetragene Partner das Recht eines Staates wählen wollen, dass keine güterrechtlichen Wirkungen an ihre Paarbeziehungen knüpft, diesen Wunsch auf Abbedingung der güterrechtlichen Wirkungen im Zweifel in eine Präambel aufzunehmen, weil sonst immer das Damoklesschwert der Nichtigkeit dieser Rechtsfallvereinbarung möglich ist. Was aber jedenfalls für die Zwecke unseres Themenkomplexes heute wieder von besonderer Brisanz ist, ist, dass die Lex Reisite nie gewählt werden kann. Das heißt, es ist nie möglich, die Rechtsordnung zu wählen desjenigen Staates, innerhalb dessen Hoheitsgebiet zum Beispiel das Unternehmen belegen ist. Und das ist natürlich für die Unternehmenskontinuität nicht allzu optimal, wenn beispielsweise diese Rechtsordnung das ideale materielle Recht bietet, um die Unternehmenskontinuität sicherzustellen. Das heißt, hier ist dem nationalen IPRG ein größerer Gestaltungsspielraum inhärent. Kommen wir noch zu den ehelichen und partnerschaftlichen Vereinbarungen. Hier gibt es eine materiellrechtliche Norm in den Güterrechtsverordnungen, die sich auf aus österreichischer Sicht die Vereinbarung von Ehepakten im engeren Sinn, das heißt Modifikationen des Güterstandes während aufrechter Ehe und Vorausvereinbarungen bezieht. Die ersten beiden Voraussetzungen, die kennen wir bereits aus der Rechtswahl, die sind 1:1 ident. Es kommt jetzt aber hier bei der Modifikation des Güterstandes oder der Scheidungsfolgen noch zu einer zusätzlichen Formvorschrift, die ebenfalls kumulativ berücksichtigt werden muss, sodass man letztlich drei verschiedene Formvorschriften beachten muss. Denn zusätzlich maßgeblich sind die Formvorschriften des Mitgliedstaats, auf dessen Recht die Rechtswahl oder die objektive Anknüpfung verweist. Das heißt, hier kommt es einfach darauf an, wurde schon eine Rechtswahl getroffen, dann muss noch zusätzlich diesem gewählten Recht entsprochen werden und wurde das nicht gemacht, schaut man hypothetisch, wo geht die objektive Anknüpfung hin und dann müssen auch diese Formvorschriften erfüllt sein. Und das habe ich bereits gesagt, Ehepakte im engeren Sinn, natürlich gilt das sinngemäß auch für eingetragene Partner, sowie die Vorausvereinbarungen sind hier von dieser Norm erfasst. Und jetzt kommen wir zur objektiven Anknüpfung, dem Herzstück der Güterrechtsverordnungen, die aber wahrhaftig kompliziert ausgestaltet ist. Und zwar als primärer Anknüpfungspunkt ist der erste gemeinsame gewöhnliche Aufenthalt nach der Eheschließung bzw. Begründung der eingetragenen, der erste gemeinsame gewöhnliche Aufenthalt nach der Eheschließung maßgeblich, was, wie ich dann im Anschluss erörtern werde, mit einem gewissen Überraschungspotenzial verbunden sein kann. Ja, gibt es diesen ersten gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt nach der Eheschließung nicht, so kommt subsidiär das Recht des Staates zur Anwendung, dessen Staatsangehörigkeit beide Ehegatten besitzen. Und gibt es auch das nicht, dann muss man schlichtweg nach der engsten Verbindung entscheiden. Nun gibt es aber eine Ausweichklausel, die das grundsätzlich unwandelbare fixe Statut aufweichen soll. Und man sagt aber, das ist nicht unbedingt ein Allheilmittel für überraschende Anknüpfungen, denn sie ist nicht ganz ausgegoren. Zu den Problemen kommen wir sogleich. Aber was ist jetzt grundsätzlich hier die Quintessenz? Nun, auf Antrag eines Ehegatten kann das Recht jenes Staates vom Gericht für maßgeblich erklärt werden, indem die Ehegatten vor dem Scheitern der Ehe den letzten gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt hatten.
Das geht aber nur unter zwei Voraussetzungen, nämlich, dass die Eheleute in diesem letzten Staat den erheblich längeren Aufenthalt hatten als im Staat der ersten gemeinsamen gewöhnlichen Wohnstätte und die Ehegatten bei ihrer Vermögensplanung darauf vertraut haben, dass dieses Recht des letzten gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthaltsorts zur Anwendung kommt. Wie sieht es aus bei der europäischen Partnergüterrechtsverordnung? Nun, da ist es wesentlich leichter als bei den Ehegatten. Dort ist es nur möglich, objektiv anzuknüpfen nach dem Recht des Staates, in dem die eingetragene Partnerschaft begründet wurde, beziehungsweise nach dessen Rechtsvorschriften die eingetragene Partnerschaft begründet wurde. Die Ausweichklausel, die ich gerade geschildert habe, gibt es auch hier, jedoch wiederum nur unter der Bedingung, dass in dem Recht, auf das ausgewichen wird, ebenfalls güterrechtliche Wirkungen bekannt sind. Und das wirft natürlich wiederum diese Kontroverse auf, die ich bereits geschildert habe, ob es nicht auch genügen kann, dass eben keine güterrechtlichen Wirkungen vorgesehen sind, weil auch das eine güterrechtliche Wirkung sein kann. Diese Streitfrage können wir gerne auch in der Diskussion noch einmal vertiefen. Ich darf jetzt ein Beispiel heranziehen, um zu illustrieren, weshalb ich meine, dass dem neuen Güterkollisionsrecht eine gewisse Überraschungseignung inhärent ist. Nehmen wir also an, dass es hier eine Unternehmerin gibt, die in Deutschland ein Logistikunternehmen betreibt und ihren deutschen Freund in den Niederlanden heiratet, wo beide aus beruflichen Gründen schließlich 4 Jahre lang leben. Anschließend verlegen sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt wieder zurück nach Deutschland, wo sie 10 Jahre lang leben. Und schließlich verlegen sie vor dem Scheitern der Paarbeziehung ihren Wohnsitz nach Österreich, wo sie noch 4 Jahre als Ehepaar leben. Ermitteln wir jetzt das anzuwendende Recht. Wir haben keine Rechtszahl, das heißt, wir müssen hier objektiv anknüpfen. Wenn wir jetzt annehmen, dass die Ehe geschlossen wurde nach dem 29.01.2019 und der Fall also in der Zukunft spielt, dann ist die Europäische Güterrechtsverordnung anzuwenden und diese würde auf niederländisches Recht verweisen. Denn, wie wir aus der Angabe herauslesen können, war dort der erste gemeinsame gewöhnliche Aufenthaltsort nach der Eheschließung, denn 4 Jahre lang haben sie in den Niederlanden gelebt. Da kann man wohl davon ausgehen, dass hier der Mittelpunkt der wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen liegt. Jetzt kann man sich noch überlegen, kommt man von dem niederländischen Recht, sofern man nicht eine Rechtswahl trifft, nicht auch im Wege der objektiven Anknüpfung wieder weg, indem man hier die Ausweichklausel heranzieht? Und die Antwort ist nein. Und das hat 2 Gründe. Das deutsche Recht kann deshalb nicht ausweichmäßig herangezogen werden, weil es sich hier nicht um den letzten gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt handelt, sondern um einen in der Mitte sozusagen. Und auf diesen Fall ist die Ausweichklausel aber nicht zugeschnitten. Und auch das österreichische Recht, das ja für die Unternehmenskontinuität sehr günstig ist, kann durch die Ausweichklausel nicht herangezogen werden, weil dort der gemeinsame gewöhnliche Aufenthalt nicht wesentlich länger war als in den Niederlanden, sondern bestenfalls gleich lang. Das heißt, hier bleibt man, sofern nicht eine einvernehmliche Rechtswahl getroffen wird, tatsächlich beim niederländischen Recht. Anders anzuknüpfen wäre nach dem nationalen IPRG. Das heißt, wenn wir jetzt hier eine Altehe annehmen, die vor 2019 geschlossen wurde, dann verweist § 19 auf das Statut in § 18, das dort geregelt ist und eine Anknüpfungsleiter kennt. Und da ist der primäre Anknüpfungspunkt das gemeinsame Personalstatut, das heißt die gemeinsame Staatsangehörigkeit. Und daher wäre dann auf die Vermögensauseinandersetzung für das Güterrechtsstatut auch für Laien ein durchaus antizipierbares und lebensnahes Ergebnis festzustellen, nämlich dass hier deutsches Recht maßgeblich ist. Ich komme aufgrund der fortgeschrittenen Zeit noch einmal zu einer pointierten Auflistung meiner Thesen, die das soeben Gesagte auch zusammenfassen werden. Nun, ich habe bereits festgestellt, dass nach dem IPRG meines Erachtens eine geringere Irreführungseignung rechtsunkundiger Eheleute besteht, als es nach den Güterrechtsverordnungen der Fall ist. Und das liegt insbesondere an diesem europäischen Trend, jetzt primär abzustellen auf den gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt, was ein allgemeiner Trend des europäischen internationalen Privatrechts ist und sich auch hier verinnerlicht, was natürlich im Regelfall
auch durchaus zu sachgerechten Ergebnissen führen wird, aber wie ich gezeigt habe, in einigen pathologischen Fällen vielleicht auch überraschende Ergebnisse hervorrufen wird. Und diese Überraschung ist unter anderem auch darin begründet, dass die Unternehmensausnahme nach dem nationalen Eherecht meines Erachtens keine Eingriffsnorm ist. Das heißt, hier kann man nicht einfach sagen, die Unternehmen sind aus österreichischer Sicht immer geschützt, aufgeteilt zu werden, weil es eine Eingriffsnorm sei. Ich denke, dass das eher abzulehnen ist. Die zweite These bezieht sich darauf, dass die Reichweite des europäischen Güterstatuts eine weitere ist, als wir es aus österreichisch-kollisionsrechtlicher Sicht bisher gewohnt waren. Denn vieles aus dem sogenannten Nebengüterrecht, nämlich die Miteinbeziehung der Abgeltung im Erwerb, der Haftung für Kredite und der Schlüsselgewalt, ist neu. Das hat man früher aus österreichischer Sicht nicht unter das Güterstatut subsumiert, sondern eher unter das Ehewirkungsstatut. Und hier kann es auch zu unangenehmen Überraschungen kommen, denn wenn man davon ausgeht, Erik, dass eine Rechtsordnung anwendbar ist, die beispielsweise für die Mitwirkung im Erwerb einen 1:1 dienstvertraglichen Lohn durch einen Drittvergleich als geschuldet annimmt, weil dann natürlich die Kosten für das Unternehmen, diesen Lohn zu begleichen, höher sind, als es etwa nach dem österreichischen Recht der Fall wäre, wo es nur nach dem 98 ABGB auf eine angemessene Gewinn- und vor allem Verlustbeteiligung ankommt. Also wenn das Unternehmen nur Verluste erwirtschaftet hat, dann gibt es auch für die mitwirkende Ehegattin oder den mitwirkenden Ehegatten nichts zu holen. Und die dritte These bezieht sich auf die Rechtsfallmöglichkeiten, die nach der Europäischen Güterrechtsverordnung und Partnerschaftsgüterrechtsverordnung bestehen, nämlich dass diese restriktiver sind als nach dem IPRG und dass auch das insoweit unangenehm für die Unternehmenskontinuität sein kann, als selbst vorausschauend planende Ehegatten und eingetragene Partner sehenden Auges nicht die Rechtsordnung wählen können, die sie eigentlich für die Unternehmenskontinuität am liebsten hätten, eben dadurch, dass die Lex Reinsite nach den Güterrechtsverordnungen nie individuell gewählt werden kann, sondern nur dann, wenn die Lex Reinsite zufälligerweise zugleich auch das Recht des Aufenthalts eines der Ehegatten ist oder seiner Staatsangehörigkeit. Aber wenn es sich da quasi um einen Drittstaat handelt, kann die Lex Reinsite nicht gewählt werden, worin eine weitere Gefährdung meines Erachtens für die Kontinuität von Unternehmen zumindest aus österreichischer Sicht besteht. Damit darf ich meinen Vortrag auch fürs Erste schließen, mich sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und jetzt sehe ich schon den spannenden Diskussionsbeiträgen und Verständnisfragen entgegen, die Sie und Ihr mir sicher jetzt stellen werden und werdet. Vielen herzlichen Dank. Sie können Ihr Video nicht starten. Okay. Ja, Herr Uitz, vielen schönen Dank für diesen ganz fantastischen Vortrag. Sehr klar, sehr wunderbar verständlich. Und wenn ich das nochmal sagen darf, in einem wirklich, das steht mir alles überhaupt nicht zu, aber in einem wirklich ganz wunderbaren Deutsch. Also ich Danke Ihnen. lobe das ja immer sehr gern, weil es teilweise unterschätzt wird, wie bedeutsam eben die Sprache und die Sprachbeherrschung ist, um so etwas zu betreiben wie JUS, weil sich dabei natürlich um unser einziges Instrument handelt und Sie haben Ihre Instrumente sehr gut im Griff und es ist also in jeder Hinsicht vorbildlicher Vortrag. Vielen Ich Dank. hab auch kaum bis keine Verständnisfragen. Ich hätte eine kleine Verständnisfrage, wenn sich jetzt niemand anderes aufdrängt, würde ich die gleich stellen, einfach zur Klärung. Was Ja. war jetzt Ihre Position hinsichtlich des 82.3 und 4 Ehegesetz? Ich meinte am Anfang Ihrer Schilderung eher eine Argumentation zugunsten des Eingriffsnormcharakters wahrzunehmen, als Sie darauf hinwiesen, dass in den Materialien gesagt wird, da wären auch Arbeitsplätze gesichert. Das riecht ja irgendwie nach öffentlichen Interessen. Und jetzt am Ende haben Sie aber eine These kundgetan, wonach gerade kein Eingriffscharakter gegeben sein soll. Also welches. Ja. Ja, vielen Dank für die Verständnisfrage. Da war ich offenbar bei den mittleren Ausführungen nicht ganz eindeutig unterwegs. Ich habe mir zunächst durchaus gedacht, es könne sich hier um eine Eingriffsnorm handeln, Ja. weil in den Materialien
eben hier von den Arbeitsplätzen und ihrer Sicherung die Rede ist. Ich habe mir aber dann gedacht, dass gerade im europäischen IPR und auch hier im Güterkollisionsrecht aufgrund des sehr engen Wortlauts der jeweiligen Normen, die Eingriffsnormen als vorrangig zulassen, davon auszugehen ist, dass man hier sehr restriktiv umgehen muss mit Eingriffsnormen. Worauf ich mir wiederum gedacht habe, gibt es einen Anhaltspunkt in den Güterrechtsverordnungen, der uns jetzt sagt, welche Stoßrichtung die Güterrechtsverordnungen akzeptieren. Also welche Thematik ist eher eine Eingriffsnorm als eine andere. Okay. Und dann kam das mit den Grundstücken und mit dem eher. Mit der genau. Und dann bin ich auf die Erwägungsgründe gekommen, wo der Schutz der Familienwohnung im Vordergrund steht, was ja doch eher nicht auf die unternehmerische Sphäre abstellt, sondern auf den privaten Bereich, wo aber auch existenzielle öffentliche Interessen zugleich mit gemeint sein können, nämlich jene, dass nicht Obdachlosigkeit eintritt. Und da dachte ich mir also, dass aufgrund dieses eng zu interpretierenden Normtexts des Artikel 30 Güterrechtsverordnung, also sowohl EuGVO wie auch EuPartVO, eher nicht davon auszugehen ist, dass die Unternehmensausnahme eine Eingriffsnorm ist. Würde man das aber bejahen, dann hätte ich quasi die Vortragsreihe hier schon kurz wieder zu einem Ende führen können, denn dann hätten wir durch die objektive Anknüpfung hier keine Probleme, wie ich sie hier aufgezeigt hätte. Also sollte man je darauf kommen, dass die Unternehmensausnahme tatsächlich eine Eingriffsnorm ist, dann, ja, dann kann das europäische Güterkollisionsrecht keine neuen Risiken für die Kontinuität von Unternehmen schaffen, weil dann ist man immer auf der sicheren Seite vor einem international zuständigen österreichischen Gericht. Gut, dann vielen Dank, dann haben wir das geklärt. Wunderbar. Weitere Verständnisfragen? Gut, dann würde ich aufgrund des Sachzusammenhangs gleich eine Erwiderung auf Ihre Eingriffsnorm-Definition sozusagen bitte darum. Beisteuern. Ja? Also im Ergebnis, ich trete Ihnen vollkommen bei. Ich halte es für geradezu unvertretbar, den 8234 als Eingriffsnorm zu deklarieren. Ja. Warum? Ich habe in der Zwischenzeit, während Sie sprachen, mir mal die Materialien angeschaut, wo Sie diese Passage herhaben. Ja. Und das ist nun der fünfte von vier Gründen, die der Gesetzgeber gibt. Das ist sozusagen ein nachgeschobener Halbsatz. Mhm. Vorgelagert ist die Erwägung, dass ein Unternehmen und seine Wertsteigerung ja wohl kaum irgendwie auf der gemeinsamen Arbeit der Ehepartner liegen könne. Und dass darüber hinaus, insoweit das die ehelichen Lebensverhältnisse steigert, also jenes Unternehmen, würde das ja bereits im Unterhaltsrecht abgedeckt. Also schon unter dem Gesichtspunkt der historischen Auslegung scheint mir das eher fern zu liegen. Und das Zweite, was ich sagen wollte, der Lackmustest für eine Eingriffsnorm ist immer als sozusagen notwendige, nicht hinreichend, aber als notwendige Bedingung die Indisponibilität im nationalen Recht. Und das ist eine Frage, die ich einfach an Sie zurückgebe. Wenn ich so diesen 82 lese, da scheint er mir aber vollkommen dispositiv zu sein. Also wenn Ehegatten zum Notar gehen, können die doch sagen, also unter uns regeln wir, dass nach 32.3.4 nicht gilt. Mhm. Wenn das so ist, das ist jetzt sozusagen eine hypothetische Prämisse, aber sozusagen wenn das so wäre, dann ist es vollkommen eindeutig, dass keine Eingriffsnorm vorliegen kann. Denn etwas, worauf sich die Privatautonomie auf jeden Fall erstreckt, was also privatautonom disponibel ist, das kann auf gar keinen Fall parteiautonom indisponibel sein. Okay? Das heißt also, für den Fall, dass der 82 im nationalen Bereich mit notarieller Beurkundung disponibel wäre, glaube ich, ist also sozusagen dieses Fundament Ihres Vortrags sehr wohl gesetzt. Also Sie können ja, das auch sehen. Das freut mich zu hören und das wird meines Erachtens tatsächlich der Knackpunkt sein, weil das Recht der nachehelichen Vermögensauseinandersetzung in diesen Punkten jedenfalls einer Vorausvereinbarung zugänglich ist. Es kann natürlich vereinbart werden, dass auch in dieser Ausnahmeliste gleich in Ziffer 1 angeführt eine geschenkte, geerbte oder von einem in die Ehe eingebrachte Sache der nachhaltigen Vermögensauseinandersetzung unterliegt. Ein Opting-in. Und das ergibt sich ja zum Beispiel auch aus 82 Absatz 2 Ehegesetz,
nämlich wo ich der Meinung bin, dass dieser Fall schon eine Eingriffsnorm ist, denn da gibt es tatsächlich eine Norm, die einer Abdingbarkeit nicht zugänglich ist. Nämlich, das sagt man ja gerade, es ist möglich, dass die Ehegatten die geschenkte, geerbte oder in die Ehe eingebrachte Ehewohnung mit einbeziehen. Aber ja, selbst wenn das nicht geschieht, und jetzt ja, kommt die Indispositivität, selbst wenn das nicht geschieht, ist sie trotzdem aufzuteilen, bevor ja, der andere obdachlos auf der Straße ja, sitzt. Und drum, das ist eigentlich der Knackpunkt vermutlich, würde ich meinen, dass diese Norm zum Schutz der Ehewohnung nicht kollisionsrechtlich verdrängbar ist, das heißt, hier eine Eingriffsnorm vorliegt, während die übrigen Ausnahmetatbestände, wie wir jetzt geklärt haben, sehr wohl kollisionsrechtlich verdrängbar sind und daher keinen Eingriffsnormcharakter aufweisen. Ja. Ja, also kann ich nur beitreten, wenn ich den Danke, einen... das hilft mir weiter. Jetzt ist das wirklich pointiert hinübergekommen, glaube ich, was, ja, was Sache dann ist. Kann man sich die ganze Eingriffsnorm-Debatte sofort sparen. Also wenn, man die, wenn die normal im nationalen Recht abdingbar ist, Thema durch. Weil es ein a fortiori-Verhältnis gibt zwischen Privat- und Parteiautonomie. Mhm. Also etwas, was privatautonom möglich ist, muss immer auch parteiautonom möglich sein. Ja, mhm. Ja. Das ist sozusagen, das ist der Zusammenhang. Und ganz abgesehen davon, wenn ich eine ökonomische Überlegung nachschieben darf, was ist das überhaupt für eine Angst davor, dass das Unternehmen nicht keine Kontinuität aufwiese? Also der Hintergedanke scheint jetzt zu sein, die lassen sich scheiden, er oder sie oder er von er bekommt irgendeinen großen Ausgleichsanspruch und jetzt fangen die Fire Sales an und das Unternehmen kann nicht weitergeführt werden. Ja. Tatsächlich wird das Unternehmen dann halt von jemand anders weitergeführt. Es ist so eine Familienunternehmen-Fixierung, so als ob nur der Horst kann das machen. Ja, die ist aber typisch für Österreich, die Familienunternehmensrecht-Fixierung. Ja, das ist auch hier sicher. Ach, nur Horst und Rosamunde können dieses Unternehmen führen. Weil es die Horst und Rosamunde Apfelwein-Apfel geben. Ja, Sie sagen es. Das Land der Familienunternehmen ist Österreich nach wie vor. Ja, ja, also sozusagen den Manner, wenn der Manner nicht mehr taugt, dann kann ich mich auch einkaufen. Warum denn nicht? Wieso soll ich keine Nougat-Plätzchen herstellen können? Sie sprechen ja es schon selbst an, nicht einmal das österreichische materielle Familienrecht zieht diese Unternehmensausklammerung komplett stringent durch. Also es ist doch so, dass wenn das Unternehmen sehr wertvoll ist und ausgenommen ist, dann die übrigen Güter natürlich immer unter dem Damoklesschwert der Billigkeit stehend hier so aufzuteilen sind, dass es eher zugunsten des nicht unternehmensführenden Gatten ist. Also da haben wir schon eine durchaus Berücksichtigung der Werte, wenn auch nicht 1:1. Und dann gibt es noch die Vorschrift im Recht der nachherlichen Vermögensauseinandersetzung, dass wenn Gewinne stehen gelassen werden im Unternehmen, obwohl es betriebswirtschaftlich jetzt hier keine zwingende Notwendigkeit gibt, dass auch das natürlich, um das nicht zu Lasten des nicht unternehmerisch tätigen Ehegatten zu verschieben, angemessen zu berücksichtigen ist. Also auch das österreichische materielle Ehe- und Familienrecht zieht diese Unternehmensausnahme nicht in allen Bereichen so stringent durch. Also verstanden. Sogar im nationalen Recht ist das schon so, ja. Vielen Dank, sehr klar, sehr, sehr deutlich, sehr gut, super. Weitere Fragen? Also Sie überlegen sich doch mal weiter, ich habe nämlich noch eine weitere. Und zwar, ideal, ne? Das Sie haben ja eingangs, Sie haben eingangs gesagt, dass es sich um eine verstärkte Zusammenarbeit handelt. Ja. Das beruht ja, wenn ich das nachreichen darf, unter anderem darauf, dass der, ich meine, es ist der Artikel 81 Absatz 2. Ja, 2 oder 3 im AEUV ist die Grundlage. Ja, dass das sozusagen IPR in Ehesachen Einstimmigkeit verbraucht. Ja. Das heißt, okay. Ja. Ein paar Unbelehrbare, es reicht ein Unbelehrbarer und die gesamte EU ist sozusagen, steckt fest. Gelähmt, ja, genau. Ja, und das haben wir, die Diskussion hatten wir ursprünglich, ich hatte dazu auch mal was geschrieben, bei der Rom-3-Verordnung, ja, genau. Und bei der Rom-3-Verordnung war das ein ganz großes Thema, nämlich, wie war das Rom-3-Verordnung, meine Damen und Herren, da ging es noch um die Scheidung, ja. Und in der Rom-3-Verordnung, da konnte es die EU niemandem so richtig recht machen.
Ich meine, es waren die Malteser und die Polen, die haben gesagt, was soll denn, was Gott gefügt hat, kann der Staat nicht scheiden. Scheidung finden wir doof. Und für die Schweden war es umgekehrt. Die Schweden haben das gesamte Eherecht eigentlich nur von der Scheidung her verstehen können. Also für den Schweden ist es vollkommen zentral, dass man sich mit einer Postkarte, ich übertreibe, leicht polemisch, mit einer Postkarte scheiden lassen können muss. So, und so kamen die Schweden und die Malteser und die Polen nicht zusammen. Und dazwischen gab es aber einen riesigen Tross von, wollen wir mal sagen, gemäßigten EU-Mitgliedstaaten. Man einigte sich, komm, wir machen jetzt eine Koalition der Willigen. So funktioniert nämlich verstärkte Zusammenarbeit. Wir machen jetzt mal einen solchen Sekundärrechtsakt, eine solche Verordnung. Und das funktioniert so, dass ihr beitreten könnt. Sobald ihr auch so weit seid, De Gaulle, nicht De Gaulle, Kohl und Mitterrand hatten noch von, oder Chirac hatten vom Europa der zwei Geschwindigkeiten gesprochen. Es gibt also die Koalition der Willigen, die voranschreitet, die anderen können dann dazu. Problem daran war, dass so die verstärkte Zusammenarbeit in der Rom-III-Verordnung ein Stück weit zweckentfremdet wurde. Warum? Die verstärkte Zusammenarbeit war ja eigentlich nicht dazu da, das Einstimmigkeitsprinzip zu unterwandern. Es ging immer nur darum, dass bestimmte Mitgliedstaaten noch nicht so weit sind. Also zum Beispiel technische Umsetzung noch nicht geliefert haben, Infrastruktur noch nicht hatten und so weiter. Es ging aber eigentlich nicht darum, die Sperrminorität, die bei einem vertraglich vorgesehenen Einstimmigkeitsgrundsatz eigentlich besteht, die abzuschwächen und sozusagen den sperrminoritären Mitgliedstaat zu isolieren. Ich mache diesen riesigen Bogen, um auf folgende Frage, auf folgenden Fragenkreis zuzusteuern. Wenn Sie die Signatarstaaten der Rom-III-Verordnung und jetzt der Güterverordnung und Partnerschaftsverordnung vergleichen, sind das dieselben Renitenten? Also sind die irgendwie kongruent? Also läuft da sozusagen die Bruchlinie durch die EU, läuft die entlang dieser Frage, also letztlich, ja, welche Fragen sind es? Also die Rom-III-Frage war ja vor allem, müssen wir immer scheiden können mit Postkarte versus niemals scheiden, weil Gott gefügt hat. Und jetzt gibt es die andere Linie, ja, wie machen wir das mit diesen gleichgeschlechtlichen Ehen und mit den Pacts und so weiter? Was ist davon zu halten? Also was haben da Ihre Forschungen ergeben? Wer macht da mit und wenn nein, warum nicht? Ja, ich würde sagen, dass sich durchaus Parallelen ziehen lassen bezüglich jener Staaten, die bei der Rom-III-Verordnung nicht mitmachen und jener, bei denen es nach den Güterrechtsverordnungen ebenfalls so ist. Also da fallen mir jetzt ein, jedenfalls Ungarn und Polen und die Slowakei. Also ich glaube, das sind nicht allzu große Überraschungen. Aber was man schon sagen muss, ich weiß jetzt nicht exakt, wie viele Mitgliedstaaten die Rom-III-Verordnung hat, aber ich denke, dass es schon noch einen politischen Unterschied macht, ob man hier über die Scheidung im Allgemeinen spricht, wo aber natürlich auch fraglich sein kann, wie mit gleichgeschlechtlichen Ehen umzugehen ist, oder ob man hier über das Scheidungsfolgenrecht im weitesten Sinne spricht. Also ich glaube, da gibt es vielleicht auch noch bezüglich dieser Statusfragen eine andere Hemmschwelle, als wenn es nur ums Geld geht, kann ich mir vorstellen. Aber jedenfalls ist es so, und das weiß ich mit Sicherheit, oder das ist jedenfalls in der rechtswissenschaftlichen Literatur die herrschende Ansicht, dass sehr, sehr viele Staaten, die nicht mitmachen bei der Güterrechtsverordnung, das nur deshalb tun, eben aus Angst, dann im Wege des Unionsrechts über eine güterrechtliche Anerkennung von gleichgeschlechtlichen Ehen genötigt zu werden. Ja. Also das ist immer die Sorge dieser Mitgliedstaaten, dass dann im Wege des EuGH am Ende ihnen die gleichgeschlechtliche Ehe aufoktroyiert wird und deshalb machen wir zur Sicherheit gleich gar nicht erst mit. Ja. Das ist so ein bisschen der Verdacht, der da allseitig gehegt wird. Wenn ein Kriterium, sagt man das. Ich würde sagen, da ist durchaus was Wahres dran. Ja. Ja, 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 das ist natürlich auch beunruhigend. Das bedeutet natürlich, dass man, also was Sie ja eingangs sagten, wie ist das denn unionsrechtlich implementiert? Sie sagten, dass man die Güterrechtsverordnung und die Partnerschaftsverordnung, dass man die nur en bloc. Genau, ja, ja. Kann. Wo steht das? Weil, also aus der berechtigte Frage.
Also, denn diese Verschleifung, die ist Ja. natürlich interessant. Dann würde sich natürlich sofort die Frage aufdrängen, wieso ist das nicht mit der ROM3 verschleift? Das ist eine wirklich gute Frage, deren Erörterung ich mir vorbehalten muss, weil ich mir nicht sicher bin, welche Rechtsquelle dafür verantwortlich ist. Es ist aber jedenfalls, da habe ich nicht eine Gegenstimme gefunden, weder in Österreich noch in Deutschland noch in Frankreich oder in den sonstigen Sprachen, die ich mächtig bin, das sind nicht mehr viele, habe ich keine Gegenstimme gefunden, die sagen würde, man könne sich aussuchen, nur die EuGVO zu nehmen oder nur die EuPartVO. Also Also, wo Sie ansetzen könnten, es muss auf jeden Fall von der Kommission einen Beschluss geben, ja, das könnte sein. der das Projekt zu einem Projekt der verstärkten Zusammenarbeit sozusagen ernennt. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass wenn dieser Beschluss beide Akte in einmal nennt, dass sich dann aus der Formulierung ergibt, du kannst sozusagen nur dieser beschlossenen verstärkten Per se, Zusammenarbeit ja. beitreten und das wären dann die beiden Projekte. Vielleicht ist es so. Aber da gibt es auf jeden Fall, da muss es einen Einsetzungsbeschluss geben. Das ergibt sich aus, ich meine, 20 EUV und dann in Verbindung mit, ich glaube, 326 FFA EUV. Da sind diese Das ist die verstärkte Tatsachen. Zusammenarbeit als Da sind die geregelt. Und Verfahren, genau. aus so Ja. einem Beschluss müsste sich das ergeben. Ja. Ja. Das ist eine Hypothese jetzt. Das klingt sehr plausibel, weil auch die Nummerierung der Verordnung aufeinander folgt. Also Ja. die Nummer der Verordnung, die Europäische Güterrechtsverordnung hat eine Nummer weniger, als es bei der Partnerschaftsgüterverordnung der Fall ist. Also die Ja. sind zeitgleich geschaffen worden, die sind zeitgleich in rechtliche Bedeutung erwachsen. Also es ist davon auszugehen, dass es irgendeinen gemeinsamen Ausgangspunkt geben muss und vermutlich wird das dieser Beschluss sein. Ja. 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 Da ist doch, ich sehe, Herrn Soldo. Ja, danke schön. Ich habe mich gefragt, ob die drohende Zersplitterung von Unternehmen bei einer Scheidung oder Auflösung der Partnerschaft unabhängig von der Rechtsform, in der das Unternehmen betrieben wird, erfolgt. Also ob es sich nur um Einzelunternehmen handelt, die dann aufgrund dieser Eigentumsstruktur im Unternehmen aufgelöst werden oder auch wenn man vielleicht ein Gesellschafter einer GmbH ist oder wie das zusammenhängt. Ja, ich würde sagen, das ist eine Frage, die einerseits in kollisionsrechtlicher Hinsicht vielleicht auf die Abgrenzung zwischen dem Güterstatut und zum Beispiel dem Gesellschaftsstatut abzielt. Vielleicht kann man diese Frage so interpretieren. Oder man meint jetzt die Frage, inwieweit das jeweils verwiesene materielle Recht hier differenziert zwischen Einzelunternehmen und etwa Kapitalgesellschaften. Also ich fange mal mit dem zweiten Bereich an. Angenommen, es wird jetzt auf österreichisches Recht verwiesen, dann ist es ja relativ unerheblich, ob das ein Einzelunternehmen ist oder eine GmbH. Die Unternehmensausnahme greift in beiden Fällen, es sei denn, es handelt sich bei dem Gesellschaftsanteil um eine bloße Kapitalanlage. Was ist das? Aktien. Also ein Aktienpaket ist natürlich aus österreichischer Sicht als Kapitalanlage aufzuteilen, wenn aber ein Ehegatte operativ bei der Aktiengesellschaft beteiligt ist, indem er der Mehrheitsaktionär ist, Ach dann so, würde man okay, das schon ja. nicht mehr machen, ja? Man kann sagen. Genau. Und ja, zum ersten Teil der Antwort, die Abgrenzung zwischen dem Gesellschaftsstatut und dem Güterstatut wird gewiss eine Bedeutung haben, ist aber, glaube ich, hier nicht allzu einschlägig, weil es hier eben einmal primär darum geht, um die nacheheliche Vermögensauseinandersetzung und da wird einmal en bloc verwiesen auf das jeweilige materielle Recht und dann wird im materiellen Recht zu erörtern sein, ob es hier eine Differenzierung gibt zwischen Einzelunternehmen und, ich weiß es nicht, Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften und so weiter. Ja, aber wenn ich den Punkt von Herrn Soldo aufgreifen darf, der beschäftigt mich auch. Und zwar, jetzt machen wir es mal so. Also, Ja. wie soll ich das sagen? Also, es gibt ja, oder ich fange anders an. Herr Uitz, wie gut ist denn der Überblick, den wir über die einzelnen sachrechtlichen Lösungen bei der Behandlung von Unternehmensanteilen in Richtung
also im Zusammenhang mit Ehegüterecht haben. Ja. Es drängt sich ja die Frage auf, ob nicht zum Beispiel auch manche Rechtsordnungen da dingliche Zugriffsrechte vermitteln. Mhm. Also das Ganze, was er, das Problem, was der Soldo schildert, das wird natürlich dann ernsthaft problematisch. Wir haben ja darüber gesprochen, wenn es einfach nur um Ausgleichsansprüche geht, die in Geld lauten, ja, zum Beispiel in Deutschland, ist auch allgemein Zugewinnausgleich bei uns, mhm, ja, dann ist das Ganze nur halb so schlimm, ehrlich gesagt, weil man einfach das Unternehmen einfach veräußern kann. Dann verselbert man das, jemand anders führt das weiter, Thema durch. Ja, und wenn der Mensch für die, der Eigentümer für das Betreiben des Unternehmens so wichtig ist, kann der ja angestellt werden, ja, in dem Unternehmen. Das ist sein Stolz nicht toll, aber ist sozusagen wirtschaftlich ein gangbarer Weg. So. Schwieriger wird es doch, wenn jetzt ernsthafte dingliche Zugriffsrechte eingeräumt werden. Ich erinnere an die Unterscheidung etwa zwischen Damnations- und Vindikationslegat. Ja, also wenn jetzt plötzlich nach der Scheidung eine Unternehmensspaltung zwingend würde, dann könnte ich mir sehr wohl vorstellen, dass die Frage, ob diese Möglichkeit besteht, als solche nach dem Gesellschaftsstatut zu bestimmen ist. Und das wäre auch zugleich eine prinzipielle Lösung für Ihr Kontinuitätsproblem. Sie haben das Kontinuitätsproblem jetzt in anderer Hinsicht gestellt, ja, aber sozusagen diesen Maximalfall der Diskontinuität, das nämlich ernsthaft zerschlagen werden muss, nicht nur weil man Geld braucht oder irgendwas, sondern weil es eben dingliche Rechte gibt, ja, also praktisch Gesellschaft gekündigt werden muss, zum Beispiel, ja, da meine ich schon, dass man an das Gesellschaftsstatut denken könnte. Zweifelsohne. Da wird man mit aber das ist so eine Qualifikation. Aber das ist so lange eine Luftdebatte. Deswegen, ja, nochmal die Frage zurück. Es ist so lange eine Luftdebatte, solange es gar keine sachrechtliche Lösung gibt, die die dinglichen Zugriffsrechte einräumen. Gibt es sowas denn? Das ist natürlich eine Frage, die müsste man rechtsvergleichend klären. Ja. Vielleicht nur eines vorweg. Ich habe immer von den Risiken für die Unternehmenskontinuität gesprochen. Das allerdings jetzt aus einer genuin österreichischen Sicht, was eben daran liegt, dass bei uns das Unternehmen ja weitgehend draußen ist. Mhm. Es gibt aber genügend Rechtsordnungen, die das Unternehmen sehr wohl der nachhaltigen Vermögensauseinandersetzung einmal dem Grunde nach unterwerfen. Und aus deren Sicht wäre vielleicht wiederum die Güterrechtsverordnung eine Chance, wenn man dann auf österreichisches Recht kommt und hier die Unternehmenskontinuität sicherstellen kann. Aber jetzt zur Frage, ja, ich denke, es wird jedenfalls Abgrenzungsfragen geben zwischen dem Güterstatut und dem Gesellschaftsstatut oder auch zum Statut der Eigentumsübertragung. Man denkt an ein Unternehmen, das Betriebsgelände, ja, wenn es jetzt vielleicht wirklich Normen gibt in manchen Staaten dieser Erde, und das halte ich nicht für ausgeschlossen, die hier eine sachenrechtliche Eigentumsübertragung schon im Zusammenhang mit der nachhaltigen Vermögensauseinandersetzung vorsieht, dass man dann auch ein Problem hat bezüglich den sachenrechtlichen Qualifikationsfragen, die daraus entspringen. Also das halte ich gewiss nicht für ausgeschlossen, und Abgrenzungsfragen stellen sich überall. Also mir wäre zum Beispiel noch eingefallen, auch die Abgrenzung zur EU-Erbverordnung ist nicht immer so ganz klar. Man denke zum Beispiel an einen Erbvertrag österreichischer Prägung, mit denen die Ehegatten hier erbrechtlich oder eben güterrechtlich disponieren. Das ist auch die große Frage, wie ist da die Qualifikation zu lösen? Oder was auch unlängst diskutiert wurde in der Literatur, war auch die Frage nach dem Pflegevermächtnis. Da kamen sogar drei Rechtsquellen in Frage: die Güterrechtsverordnungen, die Europäische Erbverordnung und die Rom-II-Verordnung. Da muss man dann auch funktionell schauen, worum geht es. Geht es ja eher um den Status, dass ein Ehegatte den anderen pflegt und dafür ein Vermächtnis bekommt? Geht es ja eher um etwas, was in Richtung Rechtsnachfolge, Universalsukzession oder Singularsukzession geht? Oder geht es ja einfach um eine außervertragliche Schuld zu begleichen? Das ist eine Qualifikationsfrage, die sich überall stellen kann. Sehr guter Punkt. Das ist ja auch im Deutschen Erbfamilienrecht zum Beispiel so eine Besonderheit, dass wir meinetwegen bei Versterben des Ehegatten, der
dem überlebenden Ehepartner die Option gibt. Also er kriegt auf jeden Fall einen Viertelerbteil. Ja. Und er kann jetzt entweder einen Zugewinnausgleich verlangen und ja. dann ein Viertel von dem, was bleibt. Oder aber er kann diesen Zugewinnausgleich pauschalisieren durch einen Viertel erhöhten Erbteil. Und da haben wir jetzt sozusagen, ja. da haben wir es wieder, den Salat. Ne? Das ist irgendwie Erbrecht und das ist irgendwie Güterrecht. Ja. Ja. Mir ist da auch noch was eingefallen aus dem österreichischen Recht, nämlich das gesetzliche Vorausvermächtnis. Also der Anspruch des überlebenden Ehegatten, unabhängig von seiner Stellung als Erbe, hier noch in der Wohnung zu leben und den Hausrat zu erhalten. Also so eine Art erbrechtliche Wohnungserhaltung, die den Zweck verfolgt, dass durch den Tod des Ehegatten man im Wesentlichen nicht aus der Wohnung fliegt. Ja. Und auch da kann ich mir vorstellen, das ist sehr schwieriges abzugrenzen, ob es sich hier um einen güterrechtlichen Anspruch handelt oder doch etwas, was genuin durch eine Qualifikation dem Erbrecht zuzuordnen ist. Ja. Also Fragen über Fragen natürlich. Ja, das ist ja typisch fürs IPR und darum ist es ja auch so spannend und ergiebig, sich dem zu widmen. Richtig, also man muss nie Angst haben, dass die Fragen ausgehen. Das ist das, glaube ich, auch, ja. Sonst noch weitere Fragen, Herr Eichmüller. Ja, genau. Ich hätte noch eine Frage hinsichtlich dieses Vindikationslegat-typischen Aufteilungsanspruchs. Wenn es sowas in einem Mitgliedstaat tatsächlich gibt, ob das nicht vielleicht sogar, ich weiß nicht, ob das zu extrem ist, dann als Ordre Public nicht anwendbar wäre, weil man sagt, da wird die Unternehmensfortführung so stark gefährdet durch dieses Vindikationslegat, dass man das vielleicht Ordre Public-mäßig auf einen, aber man kann man auch Ordre Public-mäßig auf einen Ausgleichsanspruch reduzieren, wäre das möglich, IPR-technisch, oder geht das gar nicht? Ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, ähnlich wie bei den Eingriffsnormen wird man auch sagen müssen, dass man den Ordre Public nicht überspannen darf. Und wenn ich jetzt an die österreichische Rechtsprechung denke, dann sind Ordre Public widrig vor allem diskriminierende Vorschriften, also aus unserem Rechtsempfinden her als diskriminierend einzuordnende Vorschriften ausländischen Rechts. Das heißt typischerweise iranisches Erbrecht, wo eine Witwe weniger erhält, rein aufgrund ihres Geschlechts als andere Erbberechtigte. Was ich damit sagen will, ist, bei einer Frage, wo es nur ums Geld geht oder um die Eigentumsverhältnisse per se und nicht um eine Diskriminierung oder um eine Statusfrage, würde ich vielleicht eher maßhaltend auch umgehen mit der Annahme einer Ordre Public-Widrigkeit, würde ich ehrlich sagen. Aber das ist immer zu einem gewissen Grad Kaffeesudleserei, weil was dann letztlich Ordre Public widrig ist und was nicht, das lässt sich ohne dies nie so ganz antizipieren. Also vielleicht hat das auch was für sich, diese Ansicht. Ja. Kaffeesud-Leserei. Interessant. Jetzt war etwas polemisch formuliert, aber... Ich kenne das nur unter dem Begriff Kaffeesatz, aber es ist wieder so... Okay. Ja, dann sehen Sie jetzt die Modifikation. Ich würde Ihnen im Ergebnis beitreten und wenn ich darf, vielleicht kurz sekundieren. Herr Eichmüller, was Sie ansprechen, ist eine ganz wichtige Frage, nämlich, worüber ich in letzter Zeit sehr viel nachdenke, nämlich sozusagen regulierungstheoretisch, welche Souveränitätsreserven bietet denn das IPR? Und das bietet das IPR auf vielen Ebenen. Die Ebene, die Sie vorschlagen, ist die des Ordre Public. Das Spezifische daran ist, dass der Ordre Public immer nur eine Ergebniskontrolle macht. Ja. Und da ist die Frage, ob das nicht zu schwach ist sogar in der Rechtsfolge. Also es könnte zu stark im Tatbestand sein, da gebe ich Herrn Ulz recht, es könnte zugleich in der Rechtsfolge zu schwach sein. Nämlich deswegen, weil der Ordre Public dann voraussetzte, dass wir in eine konkrete Prüfung einsteigen, ist das hier besonders schlimm, ist es beim anderen Unternehmen weniger schlimm und wenn wir dann den Ordre Public begründet haben, ist doch immer nicht klar, welches Ersatzrecht wenden wir jetzt an, gibt es da Repercussionen zu anderen Einzelfragen. Deswegen scheint mir, und da bin ich intuitiv direkt draufgesprungen, eine übergeordnete Souveränitätsreserve einschlägig zu sein, nämlich die der Qualifikation. Also zu sagen, wie Sie erinnern sich, wie bei meinem Vortrag, wo man einfach sagt, weißt du was, das ist Insolvenzrecht. Ja, Edge-Badge, ich muss mich gar nicht mehr
an diese liberale Anknüpfung des Gesellschaftsstatuts halten, weil ich in einem anderen Pigeonhole bin, in einer anderen Schublade. So, und genauso scheint es mir hier, konsequenterweise würde ich eher die Souveränitätsreserve der Qualifikation als Gesellschaftsrecht aktivieren. Das bedeutet nämlich, in dem Moment, wo Sie eine Gesellschaft gründen und wissen, nach welchem Recht diese Gesellschaft geht, wissen Sie ein für alle Mal, ob irgendein Ehegatte, der irgendwen heiratet, irgendein Risiko erzeugt, dass es da mal sozusagen dingliche Spaltungsrechte geben wird. Also das scheint mir sozusagen die prinzipiellere Lösung zu sein. Ich glaube nur, dass der EuGH da nie zustimmen wird, solange das Gesellschaftsstatut nicht europäisch vereinheitlicht ist. Ja. Also das wird es nicht spielen. Das ist natürlich ein großes Thema. Ob der EuGH da mitspielt, das weiß man sowieso nie genau. Aber das hängt eigentlich alles nur von Frau Vogelauer ab, weil Frau Vogelauer und ich, weil wir ja an einem entsprechenden Entwurf für eine mögliche Gesellschaftsrechtsverordnung arbeiten. Ja, die kommt aber im nächsten Sturfix. Ja, ich hoffe, Frau Vogelauer, dass Ihnen das nicht zu viel Verantwortung ist, aber ich glaube, Sie kriegen das hin. Ich trage es mit Würde. Sehen Sie? Ist doch klar. So, ja, sonst noch Fragen? Ich hätte eine, die ist aber fast eher ein bisschen politisch, weil ich das total interessant finde, dass du gemeint hast, dass natürlich der Hintergrund dieser ganzen Diskussion war, dass sich einige Staaten in der Europäischen Union, gerade eher die nationalistischen, konservativen Strömungen, sich da jetzt nicht irgendwie aufoktroyieren lassen wollten, dass sie da jetzt auf einmal gleichgeschlechtliche Partnerschaften irgendwie anerkennen. Und mich hätte mal interessiert, wurde das sozusagen in der Diskussion auch explizit so ausgesprochen oder hat man sich da auf irgendwelche, man kann das aus irgendwelchen anderen IPA formal irgendwas Kriterien, möchte man das dann nicht beitreten. Ich kenne das nämlich aus der amerikanischen Diskussion, wo man sich halt, also gerade die, ist natürlich nicht genau dasselbe, aber wo man sich gerade auf bundesstaatlicher Ebene sehr gerne dann zurückzieht, so auf Souveränität und das ist Overarching und so weiter. Mhm. Hat mich interessiert, ob es das da auch gegeben hat. Also du meinst im Wesentlichen, wie klar ausgesprochen wurde von den verweigernden Mitgliedstaaten, genau, was Sache ist. Ja? Nun, eine positive Kenntnis, wie es war, kann ich jetzt nicht vorweisen, aber ich darf darauf verweisen, dass viele der nicht mitwirkenden Mitgliedstaaten damit ja ohne dies nicht zurückhaltend umgehen. Ja? Und meine Recherche hat ergeben, dass es auch genügend Mitgliedstaaten der Europäischen Union gibt, die Verschiedengeschlechtlichkeit der Eheschließung in ihre Verfassung aufgenommen haben. Also das betrifft vor allem das ungarische Grundgesetz oder die Verfassung der Republik Slowakei. Dort ist die Verschiedengeschlechtlichkeit der Eheleute und die Definition einer Familie verfassungsgesetzlich definiert. Das heißt, man könnte hier von einer Amtsbekanntheit sprechen, dass diese Staaten da nicht so leicht von ihrer Position abrücken werden und auch politisch eigentlich nicht können, weil auch in diesen Staaten gibt es erhöhte Gefahren für eine Verfassungsänderung, sodass das zumindest, wie es derzeit aussieht, noch in Stein gemeißelt ist. Also wie gesagt, ob das jetzt hier im güterrechtlichen Kontext expresses verbis angesprochen wurde, weiß ich nicht, kann es mir aber sehr gut vorstellen, weil es ja ohne dies aus dieser IPR-Sicht Common Knowledge ist, dass gewisse Staaten hier gleichgeschlechtliche Beziehungen überhaupt nicht mit Rechtsfolgen ausstatten. Also das sind wie zwei fremde Personen zueinander. Ja, und ich würde vielleicht auch da ergänzen, also weil Sie den Verweis auf die USA gebracht haben, Frau Vogelauer, dass man viele dieser, ja, wie soll man sagen, staatsverfassungsrechtlichen Erwägungen, dass man die nicht alle so sozusagen als Scheinerwägungen so in Bausch und Bogen zurückweisen kann. Also wenn ich zum Beispiel als Beispiel nehme, die gleichgeschlechtliche Ehe in den USA, die wurde ja in der Oberquellentscheidung des Supreme Court von 2015 als Gewährleistung des Civil Rights Acts dargestellt. Da gibt es eine Equal Treatment Passage in diesem, das ist ein Amendment zur US-Verfassung. Und da hat der Supreme Court gesagt, aus diesem Diskriminierungsverbot folgt, dass die gleichgeschlechtliche Ehe überall eingeführt werden muss. Und das war tatsächlich problematisch, weil sie nämlich sofort schauen konnten,
Das war keine föderale Gesetzgebungskompetenz. Und es gab in den einzelnen Staaten, gab es, manche Staaten hatten die so umgesetzt, manche hatten die so umgesetzt, manche gar nicht und so weiter. Da gab es also lebendigen, pluralistischen, demokratischen Diskurs darüber. Und da wurde jetzt sozusagen, da kam mit einer Schaufel, wurde das sozusagen alles gleich gemacht, unter Berufung eben auf den Civil Rights Act, wodurch eben Justice Roberts, ja. War das nicht auch Equal Protection in the Law? War das nicht auch 14 einfach, auf den sie sich berufen haben? Also Kennedy zumindest. Man hat aus allen Rohren natürlich gefeuert, aber ich meine das, die tragende Erwägung war tatsächlich das Diskriminierungsverbot aus dem Civil Rights Act. Bin ich ziemlich sicher. Weil daran auch die Kritik von Roberts dann eben anknüpfte. Also ich möchte einfach nur dafür sensibilisieren, dass diese verfassungstheoretischen Erwägungen häufig gar nicht nur vorgeschützt sind, sondern zum Beispiel den ewigen Konflikt zwischen demokratischer Selbstbestimmung und Grundrechtsschutz beleuchten. Mhm. Ja, weil wir uns eben immer anschauen müssen, dass alles, was wir grundrechtlich schützen, dem demokratischen Diskurs auch entzogen wird dadurch, beziehungsweise in den Rechtsdiskurs unserer Verfassungsgerichte verlagert wird. Also das ist ein Weg, den wir gegangen sind in Österreich, in Deutschland, aber der durchaus nicht eindeutig ist. Er wird zum Beispiel in Großbritannien sehr lebhaft diskutiert, weil die ihren Human Rights Act ohnehin erst seit 1998 überhaupt haben und in Geltung, glaube ich, seit 2002. Das heißt, für den Engländer ist das eine seltsame Idee, dass die Parliamentary Sovereignty eingeschränkt wird durch irgendwelche ominösen Grundrechte, über die irgendwelche ominösen Richter, die klassischerweise Her Majesty's Judges waren, ja, also die waren klassischerweise im Camp des Monarchen. Man fragt sich so, wieso sollen die jetzt eigentlich dem Parlament am Zeug flicken? Also kurzum, das ist durchaus, finde ich, also viele der Argumente lassen sich hören, selbst wenn ich persönlich auch die Tendenz zum grundrechtlichen Argument habe, ja. Und nehmen Sie etwa, um wieder zu Herrn Ulls Thema zurückzufinden, nehmen Sie den 81 Absatz 2 Absatz 3 AEUV, der ist ja Verhandlungsergebnis zwischen den Mitgliedstaaten. Und man einigt sich, hört mal zu, Freunde, im Familienrecht, das ist uns irgendwie heilig, da gibt es nur Gesetzgebung, wenn wir einstimmig sind. Und es ist ein bisschen link, den Leuten erst zu sagen, ja, habt keine Angst, Einstimmigkeit, ohne euch läuft gar nichts. Und dann kommen wir über die Hintertür und sozusagen, es sind natürlich hilflose Maßnahmen, die diese Oststaaten machen. Rumänien übrigens auch, Herr Ulz. Steht jetzt auch in der Verfassung drin, was weiß ich, eine Ehe ist eine Verbindung zwischen Mann und Frau. Wir müssen uns allerdings erinnern, genau das sagte die EMRK auch, ja. Wir haben uns das abgewöhnt, die zu streng zu lesen, die EMRK, aber ich will sagen, es ist alles nicht so einfach, ja. Naja. Mit dem Unterschied, dass die EMRK von 1956 ist. Also. Ja, klar, aber sie ist ja auch die Änderung unterlassen worden. Nicht wahr? Also sozusagen, man hat offenbar nie wieder, ich meine, dass man das mit Russland und der Türkei nicht hinkriegt, ist klar, aber man hat offenbar nie wieder zusammengefunden, ich glaube, um diesen 12 oder was ist das? Artikel 12, EMRK, ja. Ja, um den zu korrigieren. Ja. Man muss da wahrscheinlich... Längst vergangene Tage. Ja. Muss man vielleicht im Lichte der EMRK auslegen, dann muss man den Wortlaut nicht ändern. Ich habe noch eine Frage. Ja. Darf ich die stellen? Ungern. Also erstmal vielen Dank für den sehr geschliffenen Vortrag. Ich habe sehr viel gelernt. Ich weiß nur nicht, was ich da jetzt so final für mich mitnehmen soll. Also drückt uns jetzt der Schuh und wenn ja, wo? Also so dieses allein, dass es überraschend sein kann für irgendwelche, die so auch dann mal hin und her ziehen und so weiter. Du hast es auch irgendwie so pathologische Fälle genannt. Herrlich, oder so. Ja. Scheint mir, als wären das wirklich nur die Ausnahmefälle und das wäre so der Regelfall eigentlich ganz gut abgedeckt. Und ich habe es auch noch nicht ganz nachvollzogen mit diesem, wo die dann ihren ersten Sitz nehmen und wo dann das Unternehmen ist und so. Da wäre meine Frage, ist es jetzt wirklich ein Ausnahmefall, den du da konstruiert hast?
der dann eben zu überraschenden Effekten führt und ist es vielleicht hinzunehmen? Oder ist vielleicht die Anknüpfung, also so vielleicht das neue europäische, du hast es ja auch unnatürlich genannt oder so, wäre das irgendwie zu ändern oder wie, was mache ich jetzt aus deinen Ergebnissen? Ja, na, vielen Dank für diese Frage. Das gibt mir die Gelegenheit klarzustellen, dass ich die objektive Anknüpfung natürlich nicht für vollkommen verfehlt halte. Es wird in den allermeisten Fällen mit Sicherheit zu einem sachgerechten Ergebnis kommen, weil der erste gemeinsame, gewöhnliche Aufenthalt durchaus derjenige ist, der vielleicht auch zugleich der letzte gemeinsame, gewöhnliche Aufenthalt ist. Das heißt, da gibt es einmal sowieso keine Divergenzen, auch in der Erwartungshaltung der Normadressaten und so weiter. Dann der zweite Punkt ist, dass ja der gewöhnliche Aufenthalt im europäischen Kollisionsrecht mittlerweile ohne dies der Standard ist. Also wir reden sehr, sehr häufig nicht mehr von der Staatsbürgerschaft, anders als zum Beispiel das IPRG, das noch extrem auf das Personalstatut abstellt, sondern im europäischen Kollisionsrecht geht es um den gewöhnlichen Aufenthalt und an den wird man sich halt auch gewöhnen müssen. Und so lebensfremd ist das eben auch nicht, weil ja die natürlichen Personen im Hoheitsgebiet eine Mobilität genießen, die früher einfach so nicht gegeben war. Das heißt, das ist sicher ein Faktor, der dafür spricht, dass man als Standard-Anknüpfungsmomentum den gewöhnlichen Aufenthalt heranzieht. Ich habe aber sehr wohl davon gesprochen, dass es hier vielleicht auch Risiken für die Unternehmenskontinuität geben kann, einfach aus dem Grund, dass einerseits das österreichische materielle Recht sehr unternehmensfreundlich ist, was das betrifft, und daher österreichische Normadressaten vielleicht eine Überraschung erleben können, wenn es dann zu einer Anknüpfung kommt, wo das nicht der Fall ist. Und ich habe sie die pathologischen Fälle genannt. Dieses eine Beispiel, was ich gezeigt habe, da ziehen die Leute dreimal um und begründen drei verschiedene gewöhnliche Aufenthalte. Das ist freilich auch nicht alltäglich, aber kann vielleicht durchaus mal vorkommen, wenn hier die Mobilität zunimmt und das Geschäftsleute sind, die sich in verschiedenen Mitgliedstaaten niederlassen. Ich hoffe, ich habe jetzt aus dem FF alle Punkte deiner Frage beantwortet. Wenn nicht, dann bitte nochmal um eine Anmerkung, dann hole ich das noch nach. Nee, passt auf jeden Fall. Super. Ich hätte dazu noch was. Ja. Was ich interessant finde, vielleicht weißt du den Grund dafür, warum haben Sie in der Ausweichklausel nur auf den letzten gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt abgestellt und nicht auf einen anderen gemeinsamen Aufenthalt, der länger gedauert hat. Das würde, finde ich, die meisten Probleme lösen. Und gab es irgendeinen speziellen Grund oder ist das mehr oder weniger ein Redaktionsversehen? Oder? Also ich würde den Verdacht äußern, dass man grundsätzlich schon weitestmöglich ein fixes Statut haben wollte. Also dass man hier nicht eine kontinuierliche Wandelbarkeit des Güterstatuts durch Umzüge hat, weil man dann vielleicht auch einem Ehegatten, wenn es nur um einen gewöhnlichen Aufenthalt geht, durch einen Umzug die Möglichkeit eröffnen würde, einseitig hier durch die Ausweichklausel ein anderes Recht zu bestimmen. Also ich glaube, man wollte zwar durch die Ausweichklausel die objektive Anknüpfung irgendwo abmildern, aber auch nicht zu weitgehend, sodass man halt im Rahmen dieses politischen Kompromisses da offenbar auf den letzten gemeinsamen gewöhnlichen Aufenthalt abgestellt hat. Und wie ich aber auch versucht habe zu zeigen in dem Beispiel, ein ganz langer gewöhnlicher Aufenthalt in der Mitte vollkommen durch den Rost fällt. Also dafür ist die Ausweichklausel nicht zugeschnitten. Ja, ja, ich würde sagen, es ist die unangenehme Konsequenz daraus, dass man versucht, hier zwei Gegenpole gleichzeitig zu bedienen. Nämlich man möchte ein fixes Statut, aber so ganz fix soll es eben auch nicht sein, sondern eine gewisse Flexibilität soll halt schon noch haben und dann kommt irgendeine Mittellösung dabei raus, wo man jetzt je nach Blickwinkel nie vollkommen zufrieden sein kann. Also die ein fixes Statut wollen, werden es nicht sein. Die ein wandelbares Statut haben möchten, werden auch nicht zufrieden sein, dadurch, dass es hier eben nicht auf alles ausgewichen werden kann, sondern nur auf bestimmte Rechtsorte. Und im Endeffekt kann man sie durch eine Rechtswahl relativ gut vermeiden. Also ja, das ist eben auch der Punkt, den ich versucht habe, da zum Ausdruck zu bringen. Natürlich, wenn die Ehegatten draufkommen, ui, da kommt jetzt niederländisches Recht zur Anwendung, wir sind zwei deutsche Staatsbürger mit einem Unternehmen in Deutschland, ja, dann ist es doch sinnvoll, natürlich hier eine entsprechende Rechtswahl zu treffen. Kein Problem, ja. Setzt aber voraus, dass nicht einer der beiden Eheleute ein Querulant ist und sagt, ich will das nicht oder das holländische Recht kommt mir jetzt zufällig so zugute,
dass ich da jetzt nicht mitspiele, das kann natürlich immer sein, ja, oder dass es sonst nicht möglich ist, wie wenn schon eine Geschäftsunfähigkeit eingetreten ist, das kann natürlich auch immer sein. Naja, da sie hätten halt schon beim Rückzug nach Deutschland wählen müssen, höchstwahrscheinlich. Da wäre es noch sinnvoll bei aufrechter Ehe gewesen. Ja, da, die Rechtswahl kann zeitlich relativ flexibel getroffen werden und die hätte man in unserem Beispiel auch noch in Österreich treffen können, weil ja eine der gewählten Rechtsmöglichkeiten die Staatsangehörigkeit ist, also das Recht der Staatsangehörigkeit. Und in unserem Beispiel waren das Deutsche mit Unternehmen in Deutschland. Das heißt, da hätte man natürlich ohne weiteres deutsches Recht wählen können. Auch wenn es sich sehr zufällig um die Lex Res Sitte handelt im Übrigen. Das ist eine Überschneidung natürlich. Ja. Genau. Also ja, Rechtswahl hilft natürlich viel weiter. Da braucht es aber halt zwei, die da mitspielen. Und wenn einer nicht will, dann kann man nur über die Ausweichklausel einseitig versuchen, hier das Statut zu wandeln. Und wenn auch das nicht geht, bleibt man auf dem bicken, was das objektive Ergebnisse, die objektive Anknüpfung ermittelt hat. Genau. Ich könnte dazu vielleicht einfach einen Denkanstoß noch liefern. Und zwar, es gibt eine Strömung im IPR, die Wahl des gewöhnlichen Aufenthalts als eine Art rechtsgeschäftsähnliche Rechtswahl begreift. Also die Idee besteht darin, die Rechtswahl ist praktisch ein voll ausgebildeter Vertrag in Betreff des anwendbaren Rechts. Mhm. Aber natürlich ist die Wahl eines gewöhnlichen Aufenthalts auch gewillkürt. Und jetzt ist die Frage, ob nicht in der gewillkürten Name eines gewöhnlichen Aufenthalts, ob darin nicht auch eine parteiautonom nahe Kollisionsbestimmung, Verweisung liegen könnte. Das erklärt möglicherweise auch das Abstellen auf den ersten, ja, und auf den letzten, weil sozusagen der mittlere ja offensichtlich ein Flüchtiger war und durch einen sozusagen Actus Contrarius jedenfalls aufgegeben worden ist. Mhm. Möglicherweise. Ja. Aber das spielt ja alles mit rein. Gibt es weitere Fragen? Wenn ich noch kurz nachdenken darf, wollte ich nur sagen, zwingend ist das aber nicht, dass der mittlere Aufenthalt derjenige ist, der eher kurzlebig ist. Also man denke nur an ein Paar, das sich kennenlernt in einem Staat, weil einer dorthin zieht temporär, die heiraten dort, leben kurz dort, gewöhnlicher Aufenthalt. Dann verbringen sie die nächsten 50 Ehejahre woanders und in der Pensionierung geht es dann in den sonnigen Süden, wo ein gewöhnlicher Aufenthalt begründet wird. Dann komme ich nie wieder auf den Staat zurück, zumindest nicht durch die Ausweichklausel, wo sich eigentlich das längste eheliche Leben abgespielt hat. Also ja, genau. Ob das sehr häufig vorkommt, kann ich jetzt nicht empirisch beurteilen, aber es ist zumindest denkbar. Ja. Und das ist ein wichtiger Punkt, weil natürlich gerade wenn wir an so einen Zugewinnausgleich etwa denken, der erstreckt sich natürlich ausdrücklich auch auf in der Ehezeit geschaffen. Und da wird das Unternehmen auch aufgebaut. Das ist ja gerade die Phase, wo wirtschaftlich auf dem Markt agiert wird und nicht die Phase, wenn man dann auf den Balearischen Inseln seinen Lebensabend genießt und sich dann scheiden lässt. Also, aber Sie hatten doch schon gesagt, Lebensabend genießen. Quatsch. Ja, da müsste man vielleicht ein bisschen länger durchhalten und nicht noch prozessieren. Dann haben wir auch eine andere Qualifikationsfrage zu lösen. Das ist schon einen anderen Vortrag vorbehalten. Ja. Es führt zu allen möglichen. Wie war das? Der beste Rat zur Vermögensbewahrung? Nicht heiraten. Man muss auf drei Dinge verzichten, meine ich. Wie war das? Auf das dritte Haus, auf die zweite Partnerin oder den zweiten Partner und auf das erste Boot. So bleibt man auch reich im Alter. Ja? Egal. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann bleibt mir noch Ihnen, Herr Uitz, also für diesen durchaus ungewöhnlichen Aufenthalt im IPR zu danken. Wir haben sehr viel gelernt und es war sehr inspirierend. Und wenn Sie sich fragen, woher nimmt Herr Uitz das? Wie macht er das bloß? Das frage ich mich die ganze Zeit. Und während ich ihm so zuhörte, bin ich drauf gekommen. Nämlich er greift rechts hinter sich zu dem BGB.
Das BGB. Eine genaue Untersuchung zeigt, dass hier die Güterrechtsverordnungen kommentiert sind. Also es ist okay. Eine von vielen Quellen, die ich konsultiert habe bei der Vorbereitung. Nein, aber sozusagen nach meiner Erfahrung keine schädliche Lektüre, das BGB. Aber natürlich auch die BGB-Kommentierung, insofern sich auf das EU-Sekundärrecht erstrecken. Dann bleibt mir nur, Ihnen nochmal ganz herzlich zu danken, Ihnen allen, dass Sie teilgenommen haben.